Jo Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Mod-Review hier auf meinem Kanal Baustellen Mods. Heute geht es um einen ganz coolen Mod, den wir jetzt hier frisch auf baustellenmods.de verlinkt haben. Und zwar befindet sich diese schöne Mod unter Diverses. Und hier ist sie, die Towing Chain with Hook. So, was können wir damit machen? Diese Mod gibt es zwar schon länger, aber erst seit kurzem auf baustellenmods.de. Ihr seht jetzt, hier ist eine schicke 1 drauf. Wir können das Objekt anheben, ist, by the way, ziemlich schwer, also ne, nur so zur Info. Und nicht angängig, Tag nicht montiert, ist einfach nur ausgewählt. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen einfach mal 2 x-beliebige Fahrzeuge. Wichtig ist natürlich, dass man diese Fahrzeuge ne, ankuppeln kann. Also heißt, hier ist so ein Attach ganz wichtig, aber das haben die meisten Fahrzeuge. Nicht jeder PKW zum Beispiel. Wir nehmen jetzt einfach mal hier diesen LKW, diesen Standard-LKW und dann noch zeitgleich ein PKW, nämlich diesen Pickup-Truck hier. So, mieten wir einmal. Und jetzt können wir Folgendes machen. Wir fahren einmal nach vorne. Jetzt sind die Lichter an, damit wir die Kette auch besser sehen. So, können jetzt einmal hier Kette befestigen. Jetzt können wir zum Beispiel Taste X dran machen, weil Taste X bedeutet, dass wir die Kette jetzt hier an unserem Fahrzeug anbringen können, ne, damit wir die transportieren können, damit die jetzt nicht so hier umschleudert, weil das ist doch ziemlich gefährlich. Habt ihr gesehen, wenn da jetzt irgendein Kind oder ein Erwachsener oder ein Auto oder irgendwas anderes ist, ist nicht gut. Deswegen. So. Aber wir können das zum Beispiel zu Abschleppvorgängen nutzen. Also ein Abschlepper ist ja immer ziemlich teuer und insbesondere wenn es jetzt hier darum geht, ein Fahrzeug irgendwo rauszuziehen, dann kann uns ein Abschlepper meistens nicht weiterhelfen. Und dafür haben wir dann diese coole Kette. So, können wir jetzt hier einmal die Kette vom Fahrzeug nehmen. Wir können sie hier in die Hand nehmen. So, legen wir da hin. Jetzt haben wir mit Taste Y die Kette an dem Fahrzeug befestigt. Habt ihr das gesehen? Das ist an dieser Kette insbesondere ziemlich cool, weil man hier auch wirklich realistisch mit der Hand arbeiten kann. Das konnte man bei der vorherigen Kette nicht. Jetzt können wir hier einmal über den LKW hüpfen und das Fahrzeug abschleppen. Seht ihr? Das geht ganz easy. Andersrum geht es natürlich auch. Besonders cool, wenn ihr dann so ein kleines ja, Rennen machen wollt hier. Klar, dass jetzt so ein kleiner PKW einen ziemlich großen MAN-Truck nicht wegbekommt, das ist logisch, aber so ist das auf jeden Fall. Gut, Freunde, kommen wir zur Bewertung. So, Freunde, ihr habt es gesehen. 5 von 5 Sternen ist eine wirklich sehr, sehr coole Mod. Es wird natürlich auch mal Mods geben, wo vielleicht auch nur ein Stern zu sehen ist. Aber nichtsdestotrotz ist das eine wirklich ziemlich, ziemlich coole Mod. Weil, klar, ne, in der letzten Zeit kamen hauptsächlich Mods, die sehr gute Bewertungen gehabt haben. Aber das ist ja auch das Ziel, sage ich mal, dass man auch hauptsächlich Mods zeigt, die ziemlich gute Bewertungen haben, die auch eine Funktion haben. Weil es würde jetzt niemandem was bringen, wenn ich jetzt hier so eine Kette zeige, die dann keine Funktion hat. Ne? Von daher, auf jeden Fall klare Empfehlung, Download-Link ist in der Videobeschreibung verlinkt und wenn du meinen Kanal noch nicht kostenlos abonniert hast, würde ich das jetzt an deiner Stelle machen, weil das würde mich erstens unterstützen und zweitens verpasst du dann kein einziges Video mehr, was hier auf meinem Kanal erscheint. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, macht es gut, bis dahin, euer Benny.